Station. Schnappen wir uns! Bye! Dankeschön! Ist das nicht schön? Ich liebe es. Ich liebe diese Frau. Oha! Schau! Wir haben den Gegner gefunden! Torpedos schwimmen! Gut. Hinterhältige Torpedos hinter uns. Hinterhältige Torpedos hinter uns. Frechte kleine Torps direkt hinter uns. Frechte kleine Torps direkt hinter uns. Frechte kleine Torps direkt hinter uns. Jetzt ist alles gut. Frechte kleine Torps direkt hinter uns. Frechte kleine Torps direkt hinter uns. Torpedos rechts. Torpedos Steuerbord. Torpedos voll voraus! Torpedos links! Der Motor war zu heiß, er kühlt ab. Nebelwerfer läuft! Da draußen. Gib mir Feuerunterstützung.
schön nebelig da draußen. Du hast überhaupt keine Chance hin. Es sieht nicht, aber ich sehe es nicht. Wir schaffen das! Gar nicht in die Tür, sondern in die Tür. Ich hätte den, wo wieder
Ist der da jetzt drauf ist? Das wäre jetzt eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Alle Mann auf Gefechtsstation! Interessiert nur der Schauer, wie scheiße.
Anweisungen. Ende. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Kommen Sie zurück! Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten! Gegnerischen Kreuzer entdeckt! Torpedos Achterhaus! Torpedos Achterhaus! Gegnerische Schlachtschiffe entdeckt! Thank you.
Torpedos Achterhaus! Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Zielposition.
Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Das war ein großartiges Gefecht. Alle Stationen, vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Gegnerische Kreuzer entdeckt. Wow, ich habe immerhin einmal getroffen. Ich bin der Geist. Alle Kräfte, diesen Bereich erobern. Feueralarm! Problem gelöst! Torpedos auf Steuerbord! Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Zünde ich sie jetzt nicht an, ganz klar. Gefecht endet in 5 Minuten. Torpedos auf Steuerbord! In Full HD gar kein Problem. Auch bei Landwirtschaftssimulator und auch bei Forza.
Irgendwie nicht mehr auf die Cloud zugreifen will, weil der irgendwas nicht mehr so richtig funktioniert. Das ist ja, Forza Horizon hat immer irgendwelche Probleme, haben die immer. Das macht total Spaß. Das ist wirklich so unendlich schön. Dann hat mein Kumpel mir noch so eine 3 Monate Game Pass geschenkt. Dummerweise hatte ich aber schon mal für 1 Monat Game Pass. Ich habe jetzt als Dauerleihe, wie gesagt, 40-60. Großer Vorteil. World of Warships, 70 war der Ersparnis. Was hatte ich jetzt gesagt? Landwirtschaftsgrundlage, 150 war der Ersparnis. Und Forum Reisen und auch 100 war der Ersparnis. Bei gleicher Qualität. Das haben wir eben nicht vergessen. Da kann man jetzt eben halt. Ja, jetzt kann man nicht. Wenn man sie jetzt wirklich neu kaufen will, sind das 300 Euro. Das ist natürlich totaler Blödsinn, das muss man einfach rausholen. Aber wenn man so wie ich jetzt gerade, der jetzt nichts zu tun hat, eben viel zockt, dann ist das ein massiver Unterschied. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das wird ein massiver Unterschied. Im Desktop-Betrieb ist es kein Unterschied. Gleich. Und sie ist auch ein Tick leiser. Und ist auch nur eine 2-Lüfter-Karte, das darf man auch nicht vergessen. Aber ja. Okay, ein paar schöne Runden gesehen, hoffe ich. Ich hoffe, ihr hattet mal Spaß und bis Danny.